Heute bei der Echo TV Thema zum letzten Mal um 15 Uhr geht es um den Brexit. Denn im Moment hat London eine kleine Regierungskrise. Denn der Brexit-Minister ist nach der Umkehr bei der Entscheidung zum Brexit, welche genau das ist, das werden wir auch besprechen, nämlich zurückgetreten. Das hat so eine Art Kettenreaktion ausgelöst, denn auch der Außenminister ist zurückgetreten. Was das zu bedeuten hat, ob es eventuell zu einer kleinen Regierungskrise kommt oder ob sogar die Brexit-Verhandlungen in Stocken kommen, das alles jetzt hier bei Thema. Und damit herzlich willkommen zu der Echo TV Thema am heutigen Donnerstag. Zum letzten Mal um 15 Uhr, denn ab nächster Woche Donnerstag werden wir nämlich erst um 18 Uhr erscheinen. Schön pünktlich zum Feierabend, damit alle irgendwie richtig davon was haben. Dazu werde ich am Ende dieser Sendung heute auch noch was erzählen, beziehungsweise in den nächsten vier Tagen inklusive heute werde ich dazu noch etwas sagen. Wir beginnen mit dem Brexit. Ein Thema, was ja Europa derweil ja vor 2 Jahren richtig erschüttert hat. Die Briten haben ja den Austritt aus der Europäischen Union erklärt, was sowas ja noch nie zuvor passiert ist, muss man auch zugeben. Und man hat sich das anscheinend auch bei der britischen Regierung etwas anders vorgestellt, dass es überhaupt vorankommen sollte. Denn es stellen sich viele Fragen. Erstens mal A, wie sieht eigentlich so ein Austritt aus? Ja, ein Austritt aus der Europäischen Union, ein Austritt aus einer Vereinigung, wo man jahrelang reingezahlt hat, Gesetze übernommen hat und Regelungen auch eingehalten hat. Und B, wie würde das Ganze dann in einer Zusammenarbeit aussehen? Das sind zwei Fragen gewesen, beziehungsweise C, wie lange dauert das? Und das sind halt so diese Fragen gewesen, die man sich halt auch gestellt hat. Nachdem man ja dann im letzten Jahr ja offiziell den Rücktrittsgesuch nämlich zum 30., also Ende März 2019, also in 9 Monaten, eingereicht hat, sind die Verhandlungen ins Stocken geraten. Denn es stellt sich immer noch die Frage, wie die britische Regierung, die britische Wirtschaft, beziehungsweise wie die Wirtschaft im Allgemeinen in der Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der Europäischen Union aussehen wird. Da gab es viele Differenzen. Viele Firmen haben gesagt, nicht mit uns. Sollte es einen richtig harten Brexit geben, sind wir weg von der Insel. Wir gehen dann aufs Festland zurück, beziehungsweise wir gehen aufs Festland und bauen da unsere Firmen auf. Am Freitag gab es dann, letzte Woche Freitag, gab es dann nämlich auf dem Anwesen des Premierministers, so muss man das ja halt auch nochmal sagen, nämlich einen Beschluss, nämlich dass der Brexit nun anders ausfallen sollte, als man das angekündigt hatte. Und prompt 48 Stunden später, nämlich in der Nacht zum Montag, hat der Erste hingeschmissen, nämlich der erste Minister, und zwar nämlich genauer gesagt der Brexit-Minister selbst. Ja, also der diesen Austritt, der eigentlich nur auf Zeit nämlich arbeiten wird, und das ist nämlich David Davis. Er ist nämlich am Sonntag zurückgetreten. Sonntagabend hat er nämlich seinen Rücktrittsgesuch an Premierministerin Theresa May nämlich mitgeteilt bzw. auch abgegeben. Auch der Staatssekretär Steve Baker, der Zuständige, hat entsprechend hingeschmissen. Und er hatte bisher auch die britische Verhandlungsdelegation in Brüssel geführt. Entsprechend, er war von der britischen Seite her dafür verantwortlich, dass Großbritannien diesen Brexit halt auch durchführen muss. Aber er war auch der Gesprächspartner des Vertreters der EU-Kommission, Michel Barnier, der ja auf der europäischen Seite dafür verantwortlich ist, dass ja die Briten einen perfekten oder einen guten Austritt machen und die Union oder die EU dafür halt nicht gut waren. Trotzdem, diese Gespräche sind aber auch wegen Meinungsverschiedenheiten in der Regierung zum Erliegen gekommen, ja, nachdem man ja auch, wie schon gesagt, eine neue Strategie ja beschlossen hatte vor gut einer Woche, sollten sie in Kürze wieder aufgenommen werden. Doch jetzt erstmal stellt sich die Frage, was ist da jetzt eigentlich genauer gesagt passiert? Was ist denn jetzt, sagen wir mal, generell eigentlich schiefgegangen? Und da muss ich leider, da habe ich dann auch ein bisschen selbst geschlampt, nämlich zu meinem letzten Zettel kommen, der eigentlich der zweite Zettel sein sollte. Da habe ich in den entsprechenden Sachen ein bisschen was Falsches gemacht. Denn es ist nämlich so, dass es generell ganz anders sein soll, sein sollen muss
für die Briten beim Austritt aus der Europäischen Union. Denn man versucht nun nämlich Folgendes zu machen. So will man nämlich eine harte irische Grenze zu Nordirland, also zwischen Nordirland und Irland, halt auch zu vermeiden, so halt auch zu Großbritannien. Und somit strebt man nun eine Teilmitgliedschaft im Binnenmarkt und in der Zollunion an. Viele Hardliner, auch in der konservativen Partei, sagen ja eher, ein Brexit ist ein Brexit, bedeutet überall raus, auch aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion. Dies soll nun nach der neuen Entscheidung vom Freitag, vom letzten Freitag her, also vom 6. Juli, nämlich entschieden werden, beziehungsweise wurde entschieden, so hat man das gesagt, so sollen auch andere landwirtschaftliche Produkte zollfrei verhandelt werden, gehandelt werden, aber auch Autos und Maschinen. Doch die Arbeitnehmerfreizügigkeit soll nämlich in der EU-Vergangenheit angehören und den gesamten Bereich der Dienstleistungen in den Kapitalverkehr und die Einwanderung, die will aber auch Großbritannien selbst kontrollieren. Klang für die Hardliner nicht besonders überzeugungsvoll, trotzdem die Verhältnisse ändern auch, um den Kern in der Beziehung auch zu verhalten, so lautet das auch das Motto der Premierministerin Theresa May selbst. Und trotz dieser angestrebten Zollunion mit der EU will Großbritannien auch bei Handelsverträgen die Zollsätze unabhängig von der Kommission aus Brüssel nämlich bestimmen. Und das haben auch unter anderem andere prophezeit. Also das wird nicht funktionieren, dass viele gesagt haben, das wird überhaupt nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel unter anderem vom EU-Parlamentarier Elmar Brok zum Beispiel. Nun ist ein neuer Minister ernannt worden, Dominic Raab, so wird er nämlich heißen. Er wird nämlich dann mit Michel Barnier das Ganze auch unter anderem durchführen. Doch wie schaut es mit der Wirtschaft an sich eigentlich aus? Die Wirtschaft zittert nämlich vor einem harten Brexit. Die Chefin des britischen Industrieverbands CBI, Caroline Fairbank, kritisiert unter anderem den Rücktritt von David Davis als Brexit-Minister. Sie sagte, Zitat, das ist wirklich ein Schlag. Die Wirtschaft hat die Einigkeit, die das Kabinett am Freitag demonstriert hat, sehr begrüßt. Monatelang war sie zu keiner Entscheidung in der Lage. Die Unsicherheit für die Wirtschaft ist groß. Die Wirtschaft zittert nämlich sehr und das muss man halt so sagen, denn in 9 Monaten soll das Ganze ja schon unter Dach und Fach gebracht werden und nun hat man anscheinend auch mit den komplizierten Vorschlägen zur Zollpartnerschaft mit der EU auch nicht punkten können. Und bei einem Stillstand bei den Brexit-Verhandlungen hatte die Wirtschaft dies immer wieder kritisiert, besonders der Flugzeugbauer Airbus, der ja auch quasi ein europäisches Unternehmen ja eigentlich ist und unabhängig von der EU, so viel kann man dazu sagen. Und im schlimmsten Fall, so hat das Airbus auch angekündigt, wenn sich London und Brüssel nicht einigen können, könnte der EU-Austritt dazu führen, dass sich auch dass auch dann quasi Airbus seinen kleinen Brexit hat, denn dann verschwindet man von der Insel. So einfach will man sich das machen. Auch unter anderem Jaguar Land Rover, so heißt ja der Mutterkonzern der beiden Autounternehmen, hat ebenfalls angekündigt, dann die Investitionen zu stoppen und dann halt sich auch von der Insel zu verabschieden. In der Regel würde das Folgendes bedeuten, Arbeitsplätze würden nämlich gefährdet sein und damit würde dann der Brexit eher das Gegenteil bedeuten, wofür ja diese Befürworter ja halt gekämpft haben, ne? Anstatt mehr Arbeitsplätze wird es dann deutlich weniger geben. Gut, man ist ja, wie schon gesagt, das kann man ja halt auch so sagen, an dem letzten Freitag auf dem Landsitz in Sheck Square zusammengekommen. May hatte ja auch auf die Minister deutlich auch Druck ausgeübt. Zum Beispiel mussten die ganzen Minister auch ihre Smartphones abgeben, damit dann halt nichts nach draußen vordringen konnte. Und sie hatte auch gesagt, nämlich folgendermaßen, wer sich dagegen stelle, wird entlassen. Also sprich, wer nicht mitmacht, der fliegt hochkantig raus. Naja, es haben ja zwei, zum zweiten kommen wir ja gleich auch noch, nämlich ja den Hut geschmissen. Doch da gab es dann halt auch kein Ende. Selbst auch Außenminister Boris Johnson, das ist schon so ein kleiner Spoiler für später, der ja einer zu den härtesten Brexit-Befürwortern ja gilt in der konservativen Partei, äußerte sich zwar abfällig, die Pläne seien Mist, Zitat, aber am Ende hat er jeweils auch zugestimmt. Trotzdem
Es ist ein harter Schlag für Theresa May selbst, denn geradewegs auch dadurch ist sie sehr geschwächt. Und man muss ja auch so sagen, letztes Jahr war auch geradewegs nicht ein gutes Jahr. Einerseits für die Konservativen und für May selbst. Also eine eiserne Lady wie Maggie Thatcher wird Theresa May definitiv nicht werden. Das kann man schon daran erkennen, dass sie die Lage wohl nicht im Griff hat, geradewegs auch was ja, die Mehrheit im Parlament angeht. Denn letztes Jahr waren ja vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien und da hat es keine Mehrheit, keine absolute Mehrheit für die Konservativen gegeben. Die regieren ja mit der DUP, der Democratical Unionist Party. Boah, ich bin nicht besoffen, keine Sorge. Also mit der DUP, die ja in Nordirland unter anderem vertreten sind, also die tolerieren die Mehrheit für Theresa May, die ja auch für einen Brexit ebenfalls ja sind. Dominic Raab, der bisherige Minister für Wohnungswesen und auch ein Brexit-Hardliner, soll das Ganze nun regeln. Ob das halt auch nun so für ihn durchkommen wird oder nicht, das wird man halt auch sehen. Trotzdem, das Beben gab es später richtig nämlich, und zwar ist nämlich dann der Außenminister zurückgetreten, Boris Johnson, der ja auch eher einer dieser Kandidaten ja war, als Cameron ja zurückgetreten ist, 2016 nach dem Brexit-Referendum, als möglicher neuer Premierminister oder wie viele eigentlich auch gerne sagen würden, der britische Donald Trump. So fühlt er sich nämlich auch. Der Ex-Bürgermeister von London hatte nur wenige Stunden nach dem Rücktritt von David Davis ebenfalls dann Konsequenzen gezogen, hat gesagt, okay, der Brexit, den wir eigentlich so wollen, der wird doch nichts, dann schmeiße ich halt hin. So kann man das halt auch sein. Aber viele vermuten halt auch, geradewegs in den eigenen Reihen in London, dass Johnson sich wohl darauf vorbereitet, May stürzen zu wollen. Denn dadurch ist jetzt richtig eine Regierungskrise entstanden. Und so auch das Motto unserer heutigen Themasendung, die Brexit-Regierungskrise in Großbritannien. Und da kann man halt auch wirklich sagen, dass geradewegs ja auch Boris Johnson, einer der Hauptkritiker von Theresa May, die ja in der britischen Regierung gegen ihren neuen Kurs ja sowas von rebelliert hat. Und man muss ja halt auch wirklich sagen, Boris Johnson ist auch ein Populist. Und dieser Populist hat halt auch entsprechend nun halt auch mit Leib und Seele, so will er das halt auch tun. Und somit steht halt auch dadurch Mays politische Zukunft halt auch in Frage, sowie dessen Kabinett. Also es könnte entweder passieren, May stürzt, es wird eine neue britische Regierung geben, ohne Unterhauswahlen oder halt mit Unterhauswahlen. Das würde bedeuten, dass die Briten innerhalb von vier Jahren wieder einmal wählen gehen müssen und somit eigentlich so geradewegs nach diesem Brexit eigentlich nichts mehr normal ist. Das ist in Großbritannien generell nicht mehr so, weil viele stellen sich die Frage, wie ist das eigentlich für mich einer, der aus der EU kommt, in Großbritannien lebt und arbeitet. Da ist es halt auch so, dass ja die Bürger genauso gleichgestellt werden wie halt auch britische Bürger. So ist es halt. Trotzdem, die Wirtschaft, sie zittert weiterhin. Am Montag nämlich, wo ja Johnson und Davis ihren Rücktritt bekannt gegeben haben, ist nämlich der Pfund nämlich um 0,4% auf 1,3420 $ zurückgegangen. Entsprechend auch der Euro nämlich auf 0,8874 Pfund zurückgegangen. Also wahrscheinlich hat sich es jetzt im Laufe dieser Woche beruhigt oder ist sogar noch schlimmer geworden. Das können wir genau nicht sagen. Trotzdem, der Währungsstrategie Viryal Patel von der Bank ING hat nämlich gesagt, dass der Pfund nämlich von den Rücktritten von den Ministern nun verkraften könnte. Das gelte aber nur, wenn Johnsons Entscheidung nur eine Folge des Rücktritts von Brexit-Minister Dave Davis wäre und mehr nicht. Würde aber bedeuten, dass jetzt in den nächsten Wochen oder vielleicht auch in den nächsten Tagen nämlich der Stuhl von Theresa May wackelt, sowie deren anderen Kabinettsmitgliedern, dann sieht es halt auch nicht geradewegs gut aus für die Premierministerin, für die Premierministerin Theresa May. Und wir können uns wahrscheinlich dann wohl entweder auf eine neue Regierung einstellen oder sogar auf Neuwahlen in dem Unterhaus. Was glaubt ihr eigentlich dazu? Wird es überhaupt einen richtigen Brexit für Großbritannien geben oder geht das Ganze auch nochmal zurück? Denn wir wissen ja, geradewegs zum zweiten Jahrestag vor zwei Wochen in Großbritannien, in London, sind ja sehr viele auf die Straßen gegangen, haben für ein Europa demonstriert. Viele haben sogar auch noch ein Jahr nach dem Brexit-Referendum ja sogar ein neues Referendum verlangt. Und Schottland hat ja auch noch ein bisschen was dazu mitzureden. So auch Wales, denn Wales und Schottland haben ja, beziehungsweise Schottland hat ja
jeweils und Nordirland ja jeweils für den Verbleib, Wales und England ja nicht. Die haben dagegen gestimmt. Wales und Nordirland haben ja für einen Verbleib in der EU gestimmt, ob da überhaupt sich dann auch noch was tut. Viele Fragen für eine Premierministerin Theresa May, die, glaube ich, in diesen Tagen lieber, glaube ich, hinschmeißen würde, aber sie es A nicht kann und B nicht will. Eigentlich so das eine oder andere ebenfalls dasselbe. Eure Meinung gerne dazu in die Kommentare und natürlich auch gerne per Mail an waldi@derchotv.de. Da möchte ich gerne euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr gerne mit mir oder halt mit den anderen hier auf YouTube oder auf derchotv.de in die Kommentarspalten, da könnt ihr auch gerne reinschreiben, nun diskutieren wollt, könnt und möchtet. Ja, so viel sind wir dann, so viel dann auch zu dem heutigen Thema hier bei DerchoTV an diesem Donnerstag, an diesem 12. Juli 2018. Und ja, es ist die letzte Sendung, nicht vor der Sommerpause. Nein, wir machen ja in 2 Wochen eine ganz kleine Sommerpause, das kündige ich hier schon mal an. Denn es ist die letzte Sendung, in dem Thema sowie auch die anderen Infoformate um 15 Uhr erscheinen. Heute ist die letzte Thema-Sendung um 15 Uhr. Das will ich damit sagen, nicht um den heißen Brei rumreden, weil die, denn am kommenden Montag, dem 16. Juli, im Übrigen auch mein Geburtstag, gibt es nämlich neue Upload-Zeiten. Wir werden nämlich ab Montag, von Montag bis Mittwoch, unsere Formate von dem Tag an um 12 Uhr veröffentlichen und unsere Infoformate, also Thema, Update, Politik, Update, Medien und Update, Sport von Donnerstag bis Sonntag um 18 Uhr dann veröffentlichen. Bedeutet, einerseits müsst ihr eine Stunde länger dann auf unsere Gaming-Formate wie Let's Play Pokémon und State of Decay 2 warten und ja, auf die Infoformate müsst ihr ganze 3 Stunden länger warten, denn einerseits wollen wir auch mit den Infoformaten euch etwas aktueller und besser informieren, weil geradewegs einige Formate in der Vormittags- und Mittagszeit entstehen und da finden geradewegs auch wichtige Entscheidungen statt. Bei Thema ist es ja so, wir wollen uns mehr wirklich bei Thema auf einen Fokus konzentrieren, auf den Fokus eines Themas konzentrieren, bedeutet nämlich über das Thema der Woche oder über ein Thema, über was man unbedingt mal hier reden muss. Bei Update Politik ist es so, selbst auch noch am Freitag wird auch noch in der Politik entschieden. Geradewegs ist ja jetzt die Politik so gesehen in der Sommerpause, was jetzt halt auch nicht so schlimm ist. Und bei Update Medien und Update Sport ist es halt auch so, da gelten halt auch nochmal die ganzen Regeln. Wir haben auch, wie schon gesagt, viele Videos, die dann am in den kommenden Tagen halt auch noch erscheinen. Am Samstag bei Update Medien werde ich aber dann auch nochmal ein bisschen was zu den Plänen bis zur Gamescom sagen, denn da wird es auch ein paar Änderungen geben, die wir uns leider auch nicht geradewegs so vorgestellt haben, aber das werden wir halt so sehen. Nächste Woche kümmere ich mich auch um einige Dinge, die spätestens bis zur Gamescom auch erledigt werden müssen und da habe ich jetzt Gott sei Dank sehr, sehr viel Zeit. Ja, damit war es das dann von DerchoTV-Thema für den heutigen Donnerstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Donnerstag, einen schönen, langsamen Start ins Wochenende. Für viele ist wahrscheinlich schon Wochenende oder viele haben Urlaub, je nachdem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder am morgigen Samstag, sag ich schon, morgigen Freitag zur Update-Politik. Bis dahin noch einen schönen Donnerstag. Und nicht vergessen, heute Abend gibt es einen Stream mit Cedric. Infos dazu auf unseren Socials. Bis dahin.